Jo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Das ist super, dass ihr es bis hierher geschafft habt, denn Simplicissimus hat einen Blockbuster rausgehauen. 41 Minuten. Exposed, die schlimmste Esoterik-Firma Deutschlands. Abfahrt. Dieses Video ist zuerst auf Fern erschienen. Aber selbst wenn ihr es potenziell schon kennt, am Ende wartet ein massives Update auf euch. Also schnallt euch wirklich an, ich glaube, das wird heftig und gönnt euch was zu essen, was zu trinken, weil die Reaktion, die wird ein bisschen dauern, glaube ich. Das ist der Heli. Ein tragbares Wunder, das mit Hilfe von Quantentechnologie bei allen möglichen Beschwerden helfen soll. Migräne, chronischen Schmerzen, Depressionen. Das alles für schlappe 4000 Euro. In Wahrheit ist dieses Gerät so gut wie nutzlos. Es ist das Herzstück einer zwielichtigen Masche, die aus den gesundheitlichen Ängsten von Menschen Profit schlägt. Es geht sogar um Gesundheit? Oh, oh, oh. Da sind wir ja die richtigen Adressaten hier gerade. Dahinter steckt ein skrupelloser deutscher Konzern, der in über 50 Ländern weltweit operiert. Mit undurchsichtigen Firmenstrukturen und einem jährlichen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Mit Hintermännern, die sich nur zu gerne als visionäre Genies abfeiern lassen. Genies. Die Geräte werden über ein Multilevel-Marketing-System vermarktet. Von geldgierigen Promotern, die für das schnelle Geld bereit sind, die absurdesten Dinge zu behaupten. Also alles, was so mit Gesundheit und Gesundheitsprodukten zu tun hat, finde ich sowieso schwierig. Und wenn es dann noch Scam ist, sowieso. You can add frequencies to your water. Wir haben dieses Unternehmen über Monate hinweg analysiert, das Gerät auseinandergenommen, Finanzberichte studiert und den Vertrieb unterwandert. Dies ist die Geschichte einer der größten und gefährlichsten Esoterikmaschen aller Zeiten. Aus rechtlichen Gründen. Wir behaupten nicht, dass die Firma Heli ein Betrug ist. Aber unserer Meinung nach werden Menschen durch falsche Behauptungen rund um den Heli in die Irre geführt, die von den Verkäufern des Geräts im Rahmen des Multilevel-Marketing-Systems getätigt werden. Ich muss euch ehrlich sagen, Heli habe ich noch nie gehört. Also eins in den Chat, wenn ihr schon mal vor der Reportage darüber was gehört habt. Keine Ahnung, Chat. Ist mir komplett neu. Am Anfang unserer Recherche waren wir überwältigt von der Flut an Content und Marketingmaterial rund um Heli. Hunderttausende von Hashtags, ein Netz von Insta- und YouTube-Accounts, eine Armee leidenschaftlicher Influencer. Aber besonders ein Mann war schwer zu übersehen. Ein Deutscher namens Markus Schmieke, ein angebliches Genie und Gründer des Unternehmens. Our visionary, our genius behind the product. Laut eigenen Angaben war er als Kind Konzertpianist, in seiner Jugend Schachmeister und studierte dann abwechselnd Physik und Philosophie. Danach soll er durch Indien gereist sein und einige Zeit in Klöstern verbracht haben. Insgesamt hat er an... Das hört sich ehrlicherweise schon nach einer wilden Lebensgeschichte an, muss ich sagen. ...angeblich 12 Jahre als Mönch gelebt. Wir haben Heli gebeten, diese Behauptungen zu belegen. Das Unternehmen konnte nicht nachweisen, dass Schmieke tatsächlich Physik und Philosophie studiert hat. Und offenbar gibt es von den 12 Jahren in Indien keine offiziellen Aufzeichnungen oder Unterlagen. Das Unternehmen behauptet, Familienunterlagen über Schmiekes Aktivitäten als Konzertpianist und seine Teilnahme an Schachturnieren zu besitzen. Statt uns aber tatsächlich derartige Nachweise zu schicken, haben sie uns ein Schachspiel gegen Markus Schmieke angeboten. Wir haben die Einladung abgelehnt und stattdessen erfolglos nach den angeblichen Familienunterlagen gefragt. Schmieke hat tatsächlich einige Bücher geschrieben. Er wirkt ein bisschen wie der Steve Jobs der magischen Heilkristalle. 2007 hat er den Time Waver erfunden. Das ist ein... Also wirkt schon so ein bisschen unseriös, ne? Also ich meine... dass er von vornherein alles betrogen hat, selbst die Lebensgeschichte. Also keine Ahnung, wenn ich von Journalisten halt eine Anfrage kriege, ich sollte denen bitte meine Lebensgeschichte darstellen, wüsste ich auch nicht, ob ich denen alles zukommen lassen würde, so by the way. Aber das klingt nach einer zu wilden Story, als dass man das glauben könnte. Frequenzgerät für angebliche therapeutische Zwecke. Dazu später mehr. 2017 hat Schmieke seine nächste große medizinische Innovation vorgestellt. Den Heli. Presenting here is not really mainstream science, but it's something like what's called emerging science. So it's not yet there at the universities, but it's a little ahead of its time. Ich glaube, dass wir hierdurch eine richtige kleine Informationsfeldrevolution im Gesundheitssystem auslösen können.
Es gibt verschiedene Versionen des Helis. Es geht los bei etwa 500 Euro. Die Professional-Version kostet bis zu 4000 Euro. Was? What? Heli wird über... Wobei Medizinprodukte, Chat, immer richtig überteuert. Also sobald da irgendwie so ein Logo drauf ist, Medizinprodukt oder vom TÜV getestet, Alter, da kannst du schon mal 100.000% drauflegen. Bei einer App gesteuert. Es gibt Programme, die in verschiedene Gruppen eingeteilt sind. Arbeit, Fitness, Schönheit, Schlaf und so weiter. Die verschiedenen Versionen des Heli unterscheiden sich nur durch die Anzahl dieser Programme. Ansonsten sind sie völlig identisch. Man kann weitere Programme und Upgrades dazu kaufen. Einige davon kosten mehrere hundert Euro. Der Heli hat wirklich für jedes Thema eine Anwendung. Ich habe ihn gesehen und wusste, den brauche ich. Heli, das Wearable für Wohlbefinden, Gesundheit und Fitness. Hatchet, also das ist schwierig, ne? Also die Influencer, die dafür Werbung machen, ich glaube einfach, dass 90% von denen überhaupt nicht wissen, was das war, beziehungsweise haben sich das halt nur angeschafft, beziehungsweise ja, nur zuschicken lassen, um dafür Werbung zu machen, um die Kohle einzusacken. Ey, das ist schwierig, ne? Wenn sich dann nach herausstellt, dass das Scam war, dann bist du als Influencer sowieso durch. Dann wirst du für nichts in deinem Leben mehr Werbung machen können. Aber das ist schon hart. Wenn man den Heli benutzt, fühlt man sich offenbar super. Anscheinend so super, dass man anfängt zu tanzen, sobald man sich das Gerät ansteckt. Du kannst den für dich selbst verwenden oder für deine Haustiere. Aber wie genau soll dieses magische Gerät eigentlich funktionieren? It is supposed to heal you by giving you the frequencies that your body needs. So it is meant to be, of course they're not allowed to say that it heals you, although it is in the name. But it helps your body heal itself, is how they might put it. Das ist Jonathan Jerry, ein Wissenschaftskommunikator des Office for Science and Society der McGill-Universität in Montreal. Er hat einen Hintergrund in Molekularbiologie und hat uns dabei geholfen, den Heli zu verstehen. Jede Zelle hat eine bestimmte Spannung. Soweit so korrekt. Alles, was jetzt folgt, ergibt sich aus unserer Analyse der diversen schwammigen Erzählungen von Heli und Schmieke. Wenn der Körper altert oder krank wird, nimmt die Zellspannung ab. Um das auszugleichen, analysiert der Heli das sogenannte Informationsfeld des Körpers, das sich aus den Frequenzen aller Billionen von Zellen im Körper zusammensetzt. Der Heli sendet dann individualisierten Mikrostrom zurück an die beeinträchtigten Zellen, um das bioenergetische Feld zu harmonisieren. Also, ich habe in meinem Leben viel gehört in medizinischen Belangen. Aber what? Was? Was, bitte? Können wir das nochmal hören? Was war da los? Heli verspricht nicht, dass man dadurch besser schlafen oder besser arbeiten soll, sondern nur, dass es den Schlaf harmonisiert und die Ja, Chat, guck mal, dieses ganze Esoterische, ne? Das ist ja alles, also für mich sowieso Gelaber, weil ich ja gerne Fakten sehen wollen würde und nicht so sehr spirituelles, ja, Glauben an irgendetwas könnte sein und bla bla bla. Ich brauche Fakten, ja. Das ist das Einzige, was in der Medizin zählt. Und dieses Spirituelle, also wenn die Menschen daran glauben und denen hilft das durch den Glauben, ist es sicherlich schön. Aber das ist ja so ein Bullshit in meinen Augen. Harmonisierung des Bioenergetik. Und was heißt eigentlich Harmonisierung? Man nimmt dann irgendwelche Begriffe und denkt dann, dass die... Was heißt denn harmonisieren? Was heißt denn den Schlaf harmonisieren? Bedeutet das, dass du besser schläfst, dass du länger schläfst oder dass du in dieser Tiefschlafphase, in dieser REM-Phase länger bist? Was bedeutet denn harmonisieren? Das kann mir auch keiner sagen. ...tischen Feldes im aktiven Berufsleben unterstützt. Auf uns wirkt es so, als würden sich die wissenschaftlich klingenden Passagen bewusst mit esoterischem Unsinn überschneiden. Markus Schmieke behauptet, dass in dem sogenannten Informationsfeld alle Informationen des Universums einschließlich unseres Bewusstseins gespeichert seien. Der Heli soll in Echtzeit eine Verbindung zu diesem Feld herstellen können, um wichtige Informationen über unseren Körper und unsere Zellen zu ermitteln. That's what makes up Heli. Ja, wahrscheinlich. Genau so wird es sein. A certified medical device and wearable with a quantum sensor that uses individually determined frequencies to stimulate specific areas of your body. Okay, schauen wir uns diesen Quantensensor, auf den Heli anscheinend besonders stolz ist, einmal genauer an. Dieser Sensor soll, der Logik von Heli folgend, angeblich die Frequenzen jeder einzelnen Zelle im Körper in Echtzeit analysieren. Ein physikalischer Rauschgenerator in Verbindung mit speziellen Algorithmen, um die Resonanzfrequenzen des Benutzers während der Anwendung in Echtzeit zu analysieren.
Das würde heißen, dass dieser Sensor die individuelle Spannung von Billionen von Zellen auswerten kann. Große Worte passen zu einem Gerät, das der modernen Wissenschaft um Jahre voraus sein soll. Und eine gute Rechtfertigung für den Preis. Wir waren neugierig und wollten diesen Sensor selbst überprüfen. Also haben wir dem fantastischen Tech-YouTuber Great Scott einen Heli geschickt. Er hat die Schachtel geöffnet und das Gerät ist insgesamt sehr gut verarbeitet. Der Heli erzeugt Frequenzen, ja, und die Armbänder und Elektroden leiten Strom. Die Spannung ist aber so gering, dass Great Scott bei der Benutzung absolut nichts gespürt hat. Um in Anführungszeichen zu funktionieren, muss der Heli eine Verbindung mit einem Smartphone herstellen. Die App überträgt dann Programme auf das Gerät. Ohne ein Programm sitzt der Heli einfach da und tut nichts. Die Hauptkomponenten im Heli sind dieser Bluetooth-Chip, der sich mit einem Handy verbindet, dieser Mikrocontroller, der alle Knöpfe und LEDs steuert und die Frequenzen erzeugt, dann gibt es noch diesen Switcher, der die verschiedenen Signale miteinander verbindet, ach ja, und diese Batterie. Was? Ihr dürft nicht vergessen, ich glaube, der Mindestpreis war bei 4.000 Euro. 4.000 Euro. Was Great Scott nicht finden konnte, ist ein Quantensensor. Das macht auch Sinn. Es ist kein Quantensensor im Heli verbaut. Auch im Patent von Heli findet man diesen Sensor nicht. Es gibt nur das hier, eine Standard-Infrarotdiode. Die kostet ca. 14 Cent. Eww. Nach allem, was wir rausfinden konnten, steht diese Cent-Betrag-Diode nicht in Kontakt mit einem allwissenden Informationsfeld und basiert natürlich nicht. Ach, 500 für Gold? Ah, Maximalpreis 4.000. Mindestens, ach so, ja, für 500 geht's natürlich, Ted. Nein, okay, sorry. Teuerste 4.000, 500 Mindeste. Ja, okay. Auf Quantentechnologie. Dieses revolutionäre Gerät wirkt auf uns wie Standardtechnik im Wert von 30 bis 50 Euro. Es ist wissenschaftlich unmöglich, mit einer solchen Diode Billionen von Zellen kontinuierlich zu analysieren oder individualisierte Mikroströme an kranke Zellen zu senden. Wir haben Heli nach dem fehlenden Quantensensor gefragt. Sie haben uns gesagt, dass diese 14-Cent-Diode jetzt Resonanzsensor heißt. Man hat also neuerdings den Fantasienamen geändert, es bleibt aber eine Infrarotdiode. Die Tatsache, dass der Name offensichtlich austauschbar ist, hilft nicht wirklich dabei, ganz gewöhnliche Elektronik als Hightech-Produkt auszugeben. The very core of their explanation for why we're ill and why this device works is just wrong. It's just absolutely wrong. It's not scientific. The Heli is a frequency medicine device, and frequency medicine is not medicine. It is a pseudoscience. Ironischerweise scheint das Unternehmen das sogar offen zuzugeben. Sie verstecken es nur gut in kleinen Disclaimern auf ihrer Website, in ihrem Marketingmaterial und sogar in internen Coaching-Videos. Die Wissenschaft erkennt die Existenz des Informationsfeldes, die Analyse und Harmonisierung damit und seine sonstige Bedeutung nicht an, da keine wissenschaftliche Evidenz vorhanden LOL? Hä? Dann verstehe ich ja erst recht nicht, warum irgendwelche Menschen da so viel Geld für ausgeben. Ah, Ted, also, ich muss ehrlich sagen, für mich gehört das sowieso verboten, wenn man weiß, die vertreiben irgendein Produkt, was irgendwelche medizinischen Versprechen gibt, die, ja, faktisch falsch sind, sollte man das verbieten und die Seite einfach schließen, Punkt. Aber dass die Leute das kaufen und nicht mal richtig lesen, ne? Naja. Ist. Die individualisierten Mikrostromfrequenzprogramme des Heli, die Quantenpotentialfrequenzen der Heli Coil und die Magnetfeldprogramme von McHeli werden von der Schulmedizin nicht anerkannt, da wissenschaftliche Evidenz im Sinne der Schulmedizin fehlt. Ja, also kann man auch schreiben, pass auf, wir verkaufen euch höchst überteuerte Elektrogeräte mit billigsten Sensoren, die im Prinzip nichts bewirken, aber mit der Kraft der Esoterik und eurem Glauben daran könnt ihr Berge versetzen. So könnte man es auch reinschreiben. Hätte den gleichen Sinn. Perfekt. Die individualisierten Mikrostromfrequenzprogramme des Heli sind keine medizinischen Anwendungen. Sie sind nicht dazu gedacht, Krankheiten oder Beschwerden zu heilen, zu behandeln, zu lindern. Nicht mal zu lindern, Chat. Zu diagnostizieren oder zu verhindern. Die in den Programmen verwendeten Begriffe stellen keine Aussagen über ihre Wirkung dar. Die Informationen auf diesen Seiten dienen nur zu Referenz- und Bildungszwecken. Laut Jerry sind diese Disclaimer ein kalkulierter Move. Das Unternehmen will sich dadurch vor jeglichen rechtlichen Konsequenzen schützen. Deshalb behauptet Heli auch nicht, dass der Heli heilt, sondern dass er hilft, das bioenergetische Feld zu harmonisieren. Vieles deutet für uns darauf hin, das ist einfach so nichtssagend, das bioenergetische Feld zu harmonisieren. Ja, gute Besserung.
dass diese Formulierungen möglicherweise verschleiern sollen, dass der Heli unwirksam ist. You have to look for these words that are very, very vague. It helps this, it supports this. Anybody can make those kinds of claims. Es wirkt so, als wäre Wahrheit allgemein ein ziemlich dehnbarer Begriff bei Heli. This innovation was developed by doctors, scientists and engineers. Schauen wir uns dieses Dream Team einmal an. Martina Kondritz ist keine richtige Ärztin. Sie ist eine Krankenschwester, die als Heilpraktikerin arbeitet. Dafür braucht man in Deutschland keine formale medizinische Ausbildung. Nuno Nina ist höchstwahrscheinlich kein echter Wissenschaftler. Er behauptet, er habe Abschlüsse in völlig unzusammenhängenden Bereichen wie Decisional Systems Engineering und Mathematics Applied to Operational Research. Aber wir konnten keine Beweise dafür finden. Komischerweise wurde er kürzlich aus dem Marketingmaterial und der offiziellen Website von Heli entfernt. Jan-Fredrik Polizinski hat keinen Ingenieurabschluss. Er hat im IT-Bereich gearbeitet und ist größtenteils Autodidakt. Seine Kompetenz auf dem Gebiet der Gesundheit ist entsprechend vor allem selbst beigebracht. Seltsamerweise hat Heli diesen Satz: "This innovation was developed by doctors, scientists and engineers." aus ihrem Video auf YouTube mittlerweile rausgeschnitten. Auch dezent hochgegriffen, ne? Auch so minimal übertrieben. All dem verkauft das Unternehmen nach eigenen Angaben aktuell ein Gerät pro Minute. What? Wenn das stimmt, hätte Heli rein rechnerisch einen Jahresumsatz von mindestens einer Viertelmilliarde Euro, potenziell einer halben Milliarde. Heli ist in über 50 Ländern tätig. Aus dem Jahresabschluss wissen wir, dass Heli 2021 weltweit Einnahmen in Höhe von über 130 Millionen Euro hatte. There's a lot of hype right now about personalized medicine. A lot of it is unwarranted. But it's this idea that I'm getting the intervention that is tailored to me. I'm not getting somebody else's frequencies. I'm not getting somebody else's drug. I am getting the thing that is made for me. And I think that's part of the Heli's appeal, to be getting a targeted, personalized intervention that is just for you. Wir haben versucht, die Kunden von Heli zu verstehen. Was treibt sie an, sich so ein Gerät zu kaufen? Wofür verwenden sie es? Was er für mich gemacht hat, ist, dass er meinen Glücksbarometer nach oben gedreht hat. Das sind immer so, Chat, das sind immer so Formulierungen und Begrifflichkeiten. Mein Glücksbarometer nach oben korrigiert. Oder, keine Ahnung, was sagt das aus? Was bedeutet das? Also, können wir mal faktenbasiert sprechen? Glücksbarometer. Also ich kenne keine medizinische Studie, wo Glücksbarometer irgendwas zu sagen hätte. Dann habe ich einen Heli drauf eingestellt. Ach. Und heute ist er wieder grün. Ja, und morgen kriegst du einen Porsche geschenkt. And they're using it in hospitals and in holistic health practices all over Europe and now all over the world. Dann haben wir die Gruppen gefunden. Sie demonstrieren eindrücklich, wie gefährlich das alles hier wirklich ist. Im Internet begegnet man regelmäßig Werbungen, die teilweise zu dubiosen Scams und Betrugsmaschen führen. Bei manchen Anzeigen reicht eine kleine Unachtsamkeit aus, du klickst auf den Link, lädst im Hintergrund eine Schadsoftware runter und dein Gerät ist infiziert. NordVPN kann zu deiner Online-Sicherheit beitragen. Der Bedrohungsschutz kann schädliche Werbung und nervige Tracker gönnt euch, Chat, blockieren. Gleichzeitig kannst du mit NordVPN virtuell deinen eigenen Standort ändern. Die Funktion nutzen wir heute. Also VPN macht in manchen Fällen echt Sinn, deshalb gönnt euch mit Simplicissimus Code. Internet, bist du da? Manfred Döpp ist Arzt aus der Schweiz und Esoteriker. Von Juli bis Dezember 2019 hat er einen Mann mit dem Time Waver behandelt. Markus Schmiekes erste Erfindung. Die basiert ebenfalls auf unwissenschaftlichen Behauptungen rund um Quantenphysik, Frequenzen und Informationsfelder. Das Gerät hat nicht erkannt, dass Döpps Patient Lungenkrebs hatte. Die Behandlung hat 6 Monate angedauert und war zum Teil remote. Heilung aus der Ferne. Der Patient hat fast 700 Euro pro Sitzung gezahlt. Und es waren so einige. Der Zustand des Mannes hat sich trotzdem zunehmend verschlechtert. Ich finde das krass. Das sollte als schwere Körperverletzung durchgehen, meines Erachtens nach, weil die begeben sich mit einer schwerwiegenden Erkrankung in eine Behandlung, wo sie sich wirklich Besserung erhoffen. Und guck mal, gerade so bei Lungenkrebs oder bei Krebserkrankungen sind die Patienten echt sehr, sehr verzweifelt und klammern sich so an jeden Strohhalm. Und ich finde es krass, dass man das so ausnutzt. Und der rechnet da eiskalt 700 Euro pro Sitzung ab.
und verdient mit der Angst der Patienten im Prinzip Geld. Ich find das so ekelhaft, ne? Anfang 2020 ließ er sich von anderen Ärzten behandeln, die feststellten, dass sein Lungenkrebs Metastasen im Gehirn gebildet hatte. Ja, ehrlicherweise, und auch wenn es unempathisch klingt, aber da kannst du halt, da bringt dir kein Gerät der Welt mehr was, ne? Da kannst du dir echt wirklich in den meisten Fällen Gedanken um deine Beerdigung machen. Ist wirklich, so hart es sich anhört, ist leider so. Der Krebs war nicht mehr heilbar. Für eine Behandlung war es zu spät. Der Mann starb. Im Jahr 2020 hat eine weitere Krebspatientin mit einer Kombination aus Nahrungsergänzungsmitteln und dem Time Waiver behandelt. Auch sie ist verstorben. Döpp behauptet, er habe sie aufgefordert, sich einer Chemotherapie und einer Operation zu unterziehen. Dafür gibt es keine schriftlichen Beweise. Die Schweizer Behörden haben Ermittlungen gegen Döpp eingeleitet. Auch 2 Jahre nach dem Vorfall waren sie noch nicht abgeschlossen. That's my main concern. That is the real harm, is that you're allowing your cancer to progress, thinking that it's going to get healed with this device, which it won't. Healy schreibt, dass das Unternehmen keine Verantwortung für die Entscheidungen von Therapeuten übernimmt. Für das Unternehmen fallen diese Entscheidungen vollständig in die Zuständigkeit des Therapeuten. Es gibt zahlreiche Facebook-Gruppen von Healy-Kunden. Und sie zeigen deutlich, wie sehr Menschen an dieses Gerät glauben. In einer Gruppe fragt jemand, wie der Healy ihrer suizidgefährdeten Tochter helfen kann. Bitte was? Aber da sieht man halt ganz gut dran, dass es so viele verzweifelte Menschen gibt, die wirklich Hilfe suchen und die sich dann daran klammern, dass eventuell dieses Kackgerät irgendwas Positives bewirken könnte, Chat. Zahlreiche Menschen erkunden sich danach, was Healy bei MS tun kann. Einer lebenslangen und unheilbaren Nervenerkrankung, die zu schweren Behinderungen führen kann. Es gibt Fragen zum Einsatz bei einem Opioidentzug, für die Behandlung von Alkoholsucht, Typ 1 Diabetes, Autoimmunerkrankungen, wie man den Umsatz seines Unternehmens steigern kann. Auf Instagram zeigt jemand, wie eine Person dank Healy angeblich seine Parkinson-Medikamente absetzen konnte. Boah, das ist bodenlos. Und das ist noch viel schlimmer, wenn man irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich hat und wirklich ein bisschen Ahnung hat. Und dann glauben Leute wirklich daran, dass sie Medikamente absetzen, weil irgend so ein scheiß Gerät sie heilen könnte. Das ist so bodenlos. Es gibt so, so viele solcher Fälle. Die Menschen in diesen Gruppen stecken in einer Echokammer aus falschen Hoffnungen und Verzweiflung. Wie wahrscheinlich ist es, dass... Das war gut zusammengefasst. Falsche Hoffnung und Verzweiflung. Das ist, glaube ich, bei 90% der Fälle echt die treibende Kraft. Was Ähnliches wie bei den Döpp-Fällen früher oder später auch mit dem Healy passieren wird. Stellt euch einfach mal vor, bei einem Familienmitglied oder einem guten Freund von euch wird MS diagnostiziert. Und diese Person würde auf so etwas hereinfallen. Stellt euch vor, wie ihr dabei zusehen müsst, wie diese Person tausende Euro für ein Gerät mit einer 14 Cent Infrarotdiode ausgibt. Wie diese Person vielleicht ihre Medikamente absetzt. Healy behauptet, dass ein Compliance-Team soziale Medien und Online-Foren aktiv überwacht, um Fehlinformationen oder übertriebene Behauptungen umgehend zu beseitigen. Auf uns wirkt es so, als wäre dieses angebliche Compliance-Team nicht sonderlich effektiv. Bei all dem drängt sich besonders eine Frage doch sehr auf. Angenommen, ihr habt ein bahnbrechendes medizinisches Gerät, das ihr auf den Markt bringen wollt. Um mit eurem Gerät in den USA Geld zu verdienen, müsst ihr an der FDA vorbei, der amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde. Wenn ihr eine Pille oder etwas zum Schlucken anbieten wollt, muss euer Produkt gründlich getestet werden. Da ihr aber ein medizinisches Gerät anbietet, muss es lediglich freigegeben werden. Es muss nicht getestet werden, ob es funktioniert, es muss nur ähnlich funktionieren wie ein Gerät, das bereits auf dem Markt ist. Der Healy arbeitet mit Mikrostrom. In den USA gibt es bereits Mikrostromgeräte, die zur Schmerzlinderung eingesetzt werden. Deshalb ist der Healy von der FDA freigegeben. Dieses Verfahren wird seit Jahren kritisiert. John Oliver hat vor einiger Zeit eine Folge über die Gefahren rausgehauen. Because saying something is FDA cleared is in no way proof that a device actually works. In der EU ist das Zulassungsverfahren für Medizinprodukte ebenfalls etwas fragwürdig. Die Hersteller stellen ihre eigenen Informationen zusammen, um nachzuweisen, dass ihr Produkt sicher ist und das tut, was es vorgibt zu tun. Also, das ist doch nicht wahr, oder?
Genau. Sag mir mal ein Unternehmen, die dann wirklich ehrlich sind, wenn das Produkt nicht funktioniert. Die schreiben dann der EU, pass auf, nö, eigentlich, wir würden gerne so ein richtig geiles Produkt auf den Markt bringen. Es wirkt zwar gar nichts, ist total kacke und viel zu überteuert, aber gib mal bitte frei. Hä? Wo ist denn da der Sinn, dass die Firmen das selber schriftlich denen mitteilen müssen? Hä? Es gibt keine unabhängigen Studien zum Heli. Deswegen hat das Unternehmen teilweise Studien zu ganz anderen Geräten verwendet. Viele dieser Studien weisen erhebliche methodische Mängel auf. Zu wenige Teilnehmer, schlechte Versuchsanordnungen und zu kurze Laufzeiten. Diese unglaublich schwache Basis war anscheinend irgendwie gut genug, um den Heli in der EU als Medizinprodukt einzustufen. Denn bei der Zulassung als Medizinprodukt geht es ultimativ nicht um die Wirksamkeit, sondern allein darum, ob bestimmte Qualitätsstandards bei der Produktion etc. eingehalten werden. Heißt, der Heli darf ohne unabhängige Studien sowohl in den USA als auch in der EU als Medizinprodukt verkauft werden. Es wirkt so, als... Ich check das nicht, Chat. Ich kann es nicht verstehen, wie man so fahrlässig damit umgehen kann, ehrlich nicht. Würde Heli diese Zulassungen und Klassifizierungen taktisch zu ihrem Vorteil nutzen, um ihren Geräten ein medizinisches Image zu geben? Wir haben Heli ausdrücklich gebeten, uns alle unabhängigen wissenschaftlichen Studien vorzulegen, die eindeutige Beweise dafür liefern, dass ihr Gerät eine messbare physikalische Wirkung bei irgendeiner Art medizinischer Beschwerde hat. Heli hat keine solchen Studien vorgelegt. Dafür haben sie erneut darauf hingewiesen, dass die Zulassungen ihre Behauptungen untermauern würden. Wir folgern daraus, dass das Helis Strategie ist. Disclaimer und Zulassungen. Aber reicht das aus, damit dieser ganze Zirkus legal wird? Wir haben Medienrechtsanwalt Christian Solmecke den Fall gezeigt. Ach, ja, lol. Ey, ohne Witz, es ist inzwischen wirklich egal, was wir gucken, ne? Es ist wirklich egal, was wir gucken. Solmecke ist gefühlt überall, feier ich. In meinen Augen ist das, was Kini hier macht, illegal. Jedenfalls wettbewerbsrechtlich verboten, denn die Werbeaussagen, die sind zu weitgehend. Es ist so, dass wenn man gesundheitsbezogene Werbeaussagen macht, dann müssen diesen Aussagen auch wissenschaftliche Studien zugrunde liegen. All das kann Heli nicht aufweisen und insofern glaube ich, die Werbung ist illegal. Dass allerdings eine Straftat vorliegt wie ein Betrug, sehe ich hier eher nicht. Das Unternehmen wählt seine Worte mit Absicht. Es wirkt so, als wäre Heli sich ganz genau bewusst, dass es sich an den Grenzen des Gesetzes bewegt und diese möglicherweise sogar überschreitet. Das reicht aber nicht aus. Man muss schon diesen Hinweis an den einzelnen Aussagen, die man aufstellt, und nicht erst am Ende eines Textes aufstellen. Also man muss das direkt wieder klarstellen. Hey, wir behaupten das zwar, aber wissenschaftlich beweisen können wir es gar nicht. Was auf keinen Fall geht, ist, dass man es am Ende der Webseite irgendwo versteckt. Das ist irreführend in meinen Augen, ganz klar. Heli hat uns geantwortet, sie würden diese Bedenken sehr ernst nehmen und sich dafür einsetzen, ihre Kommunikation mit den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang zu bringen. Ja, aber das ist ja immer das blöde Gelaber, ne? Das ist immer so, das sind so Textbausteine und je nachdem, was für eine Frage kommt, suchst du dir den passenden Textbaustein raus und ja, dann sehen die Antworten halt so aus. Im Prinzip interessiert es die einen Scheißdreck. Einzelpersonen können irreführende Werbung übrigens bei Verbraucherschutzzentralen melden. Für solche Beschwerden gibt es einfache Online-Formulare. Wenn genug Menschen ein Produkt melden, schauen sich Verbraucherzentralen solche Fälle genauer an. Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Heli hatte in der Vergangenheit bereits mindestens zweimal rechtliche Schwierigkeiten. 2021 wurde in den Niederlanden eine Beschwerde gegen Heli wegen irreführender Werbung eingereicht. Daraufhin musste Heli seine niederländische Website vorübergehend offline nehmen. Im Jahr 2022 musste die australische Tochter von Heli wegen falscher Behauptungen eine Geldstrafe zahlen. Die Unternehmenswebsite ist aber sowieso nicht entscheidend für die Vermarktung von Helis. In erster Linie werden die Geräte durch eine umstrittene Form des Direktvertriebs verkauft. Und hier werden die dreistesten Lügen erzählt. In Influencer-Videos, in geschlossenen Gruppen und in Gesprächen unter vier Augen. So kann das Unternehmen die Verantwortung immer auf die einzelnen Verkäufer schieben. Manchmal kann die persönliche Begeisterung bei dem einen oder anderen Kunden mitunter zu übertriebenen Behauptungen führen. Ey, wirklich unangenehm, ne? Chat, wirklich unangenehm. Multilevel Marketing, kurz MLM, ist eine kontroverse Verkaufstaktik, die ein bisschen an eine Pyramide erinnert. Verkäufer an der Spitze werben andere Verkäufer an und so weiter. Wenn jemand einen Heli kaufen will, braucht er einen persönlichen Empfehlungscode von einem Heli-Vertriebspartner. So,
Phil recruited me to sell these cards, and now I am recruiting you again. Phil has recruited me and another guy. Now we are getting 3 people each. The more people that get involved, the more people who are investing, the more money we're all gonna make. Mit dem Heli kann man auf 3 Arten Geld verdienen. Erstens Customer Sales. Jeder Verkäufer verdient eine Provision, wenn er erfolgreich Heli-Produkte verkauft. Zweitens Teambuilding. Heli-Vertriebspartner können andere anwerben, die dann auch Heli-Produkte verkaufen. Dafür erhalten sie einen Prozentsatz des Umsatzes dieser neuen Vertriebspartner. Drittens Leadership Rewards. Wenn das eigene Team wächst und mehr Heli-Geräte verkauft werden, steigt man in der Rangliste auf und bekommt Bonuszahlungen. Insbesondere die Leadership Rewards versprechen attraktive Gewinne für Independent Heli World Member, so nennt das Unternehmen seine Vertriebspartner. Die Verkaufsränge sind in 3 Kategorien eingeteilt: Builder, Teammanager und Leader. Insgesamt gibt es. Ich finde es erschreckend, wie professionell in Anführungsstrichen die sich aufgebaut haben. Ne? Ich glaube, da ist jeder Schritt durchdacht. Also mehr als einmal durchdacht. 10 aufsteigende Ränge. Wer den Rang Executive President erreicht, kann einen einmaligen Bonus in Höhe von 500.000 Euro bekommen. What? Eine 500.000? All das findet man detailliert aufgeschlüsselt im offiziellen Heli-Vergütungsplan. It sounds like a get-rich-quick-scheme. Yes, thank you. You will get rich quick. We all will. Der Vergütungsplan ist unglaublich verworren. Jeder Rang bietet komplexe Zusatzboni. Es gibt ein 3-seitiges Glossar für die zahlreichen Abkürzungen und Begriffe, die noch mehr Geld versprechen. Das meiste davon wird in Punkten und nicht in Euro angegeben. Wir vermuten, dass auch das eine bewusste Taktik ist. John M. Taylor war Gründer des gemeinnützigen Consumer Awareness Institutes und ein langjähriger MLM-Kritiker. Taylor hat die Vergütungspläne von über 600 MLMs analysiert. Dabei hat er herausgefunden, dass 99% der Teilnehmer in diesen MLMs Geld verlieren. Für Heli muss das natürlich nicht unbedingt zutreffen. Diese Zahlen geben uns aber eine Vorstellung davon, wie die Branche funktioniert. Und es gibt uns womöglich eine Antwort darauf, warum Heli seine Vergütungen hinter einem verwirrenden System aus kryptischen Formulierungen und einem undurchsichtigen Punkteschema versteckt. Das Ganze zielt vermutlich darauf ab, potenzielle Verkäufer mit dem Versprechen exorbitanter Geldsummen zu ködern. Die Wahrscheinlichkeit, am Ende tatsächlich ein solches Vermögen zu verdienen, wird entweder versteckt oder gar nicht erst erwähnt. Chat, wird das noch vertrieben? Ich hoffe ja wohl mal nicht. Ich hoffe ja wohl mal nicht. Gibt es die Website noch? Es gibt es noch, ne? Laber nicht. Heli, Tatsache. Produkte? Alter, wie viel haben die denn? Okay. Angebote, was haben die da so? Aha, Resonanz Edition? Plus Edition? Professional Edition? Guck mal, also das ist ja auch schon auffällig. Boah, hier 3.900 mit 50% Rabatt. Da könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass die trotzdem noch, keine Ahnung, genug Gewinnmarge haben. Da sind ja nur Scheiße verbaut. Alter, ich glaub das nicht, ey. Top-Verkäufer wie Volkan Kurt und Victoria Matache dienen als Aushängeschilder, wie erfolgreich. Eine Freundin von mir verkauft die Teile auch. Madeleine, ernsthaft? Eine Freundin von dir verkauft diese Teile? Telefonnummer bitte. Da rufen wir jetzt live im Stream an und lassen uns mal beraten. Man mit dem Verkauf von Helis angeblich werden kann. Kurt und sein Team behaupten, für Heli einen Jahresumsatz von mindestens 10 Millionen Euro einzustreichen. Wie hoch ihre Provision ist, wissen wir nicht. Aber sie muss riesig sein. Das ist das Wahre, was die Mission dahinter ist. Ja. Raise your hand if you wanna get rich. Who is this guy again? Don't worry about Phil. He drives a Corvette. He is doing just fine. Wir wissen zwar, wie viel Heli jährlich insgesamt an Provisionen auszahlt, aber wir haben kein klares Bild davon, wie dieses Geld verteilt ist. Doch es gibt Hinweise. Die US-Website. Schmerzen. Starke Schmerzen beim Schauen dieses Videos. Und wir haben noch 20 Minuten, 15 vor uns. Von Heli zeigt das durchschnittliche Jahreseinkommen von Heli-Verkäufern im Jahr 2022. In diesem Jahr gab es in den USA etwa 6.000 aktive Verkäufer. 265 davon, also nur etwa 4%, hatten überhaupt den Rang Builder. Sie hatten ein durchschnittliches Jahreseinkommen von etwas unter 2.000 Euro.
Fünf Personen mit dem Rang Senior Vice President hatten ein jährliches Einkommen von rund $350.000. Das sind nur 0,08% aller Verkäufer in dem Land. In internen Schulungsunterlagen erklärt Healy: Auf der Grundlage von Branchenstandards und Unternehmensprognosen wird das durchschnittliche jährliche Bruttoeinkommen der Mitglieder zwischen $1,500 und $3,000 geschätzt. In den uns vorliegenden deutschen Schulungsunterlagen von 2023 wird kein konkreter Betrag genannt. Healy schreibt: Wie bei jedem Geschäft können deine Ergebnisse als Independent Healy World Member variieren und basieren auf deiner individuellen Kapazität, Geschäftserfahrung und Expertise. Es gibt keine Garantien für den Erfolg, den du als Healy World Member erleben kannst. Aber es gibt ja einige Menschen, die mit dem Verkauf von Healy richtig Kohle machen. Ich habe zum Beispiel zwei Leute unter mir, die etwa 15.000 Euro im Monat verdienen. Und ich verdiene etwa das Doppelte. Ja, das ist auch wieder so ein blödes Gelaber, so unseriöse Strukturen. Ich weiß nicht, aber wie kommt man denn dazu, ein Gerät zu vertreiben, was nachweislich und was ja auch auf der Webseite steht, medizinisch keinen Nutzen hat? Wie kann man das vertreten? Also da kann man doch eigentlich nur sagen, pass auf, ich kriege hier eventuell eine Summe X und verkaufe dafür meine Moral, oder? Also die werden doch blind, weil sie irgendwie denken, dass sie reich werden können. Auf Kosten anderer, auf Kosten von Menschen, die eventuell krank sind und ihre letzte Hoffnung in so ein Kack-Medizinprodukt stecken, was aber selbst nachweislich nichts bringt. Ich check's nicht. Im Moment. Also meines Erachtens nach nicht nur die Firma, die natürlich, ja, moralisch brauchen wir nicht drüber reden, bodenlos ist, aber auch die Verkäufer, die Vertriebler, die sich dem anschließen und sich denken, ja, das kann ich meinen Leuten empfehlen, so ein Gerät. Das verstehe ich halt wirklich nicht. Mache ich nichts anderes als Healy. Die Schulungen für die Verkäufer sind massive Gehirnwäsche, fast wie eine Sekte. Ja, aber ich denke mir immer so, also glaube ich dir zu 100%, aber ich denke mir immer so, ich habe doch noch irgendwo ein eigenes Gehirn, was mir doch mal irgendwie vermitteln muss, dass das hier doof ist. Dann gehe ich doch einfach nach Hause und mache was anderes aus meinem Leben, oder nicht? Wir haben uns als leichtgläubige, potenzielle Healy-Kunden ausgegeben. Schnallt euch an, jetzt wird es richtig schlimm. Oh, noch schlimmer. Oh. Wir hatten von Beginn an den Verdacht, dass die krassesten Versprechungen rund um den Healy in Einzelgesprächen gemacht werden. Nicht in den zahlreichen Werbevideos mit ihren vagen Formulierungen, sondern hier, hinter virtuellen verschlossenen Türen, abseits von neugierigen Augen und Ohren. In Gruppen, in Chats, in Telefonaten. Also da, wo sie potenziell noch glaubwürdiger erscheinen. Von Mensch zu Mensch. Wir haben mit 3 Healy-Verkäufern aus 3 verschiedenen Ländern gesprochen. 2 davon hochrangig. Jedes Mal haben wir einen Mann mit starken Rückenschmerzen nach einer verpfuschten Operation gespielt. Unsere Freundin leidet an Depressionen. Kann der Healy uns helfen? Sicher kann der Healy dabei helfen. Er ist in Deutschland sogar zur Schmerzlinderung zugelassen. Ich selbst hatte dieses Jahr eine Operation und habe den Healy dafür verwendet. Es gibt wirklich keine Sache, bei dem der Healy nicht helfen kann. Ja, also das, allein die Aussage, Chat. Es gibt keine Sache, bei dem der Healy nicht helfen kann. Also spätestens da muss dir doch jede Alarmglocke 1000-mal läuten, oder? Du kannst damit jede Art von Beschwerde behandeln, egal ob körperlich oder seelisch. Der Healy scannt deine Organe. Und da kann man dann sehen, okay, hier ist ein Nierenproblem. Hier ist ein Leber... Oh mein Gott, Alter. Für mich ist das so unerträglich gerade, ehrlich. Problem. Es scannt auch nach mentalen und schmerzbezogenen Problemen. Und es gibt eine Option, um zu scannen, welche Vitamine dir fehlen. Aber wenn wir wirklich eine langfristige Verbesserung unserer Gesundheit und der unserer Freundin sehen wollen, dann müssen wir laut den Verkäufern wohl mehr investieren. Der günstigste Healy für 500 Euro reicht für unsere Zwecke natürlich nicht. Mit dem Healy Gold hast du nur eine App zur Behandlung von Grundbeschwerden. Das würde ich dir nicht empfehlen. Ich würde dir zumindest den Healy Resonance empfehlen, weil er deinen Körper scannen kann. Er kann die Wiederherstellung der Nerven beschleunigen und deine gesamte Gesundheit unterstützen. Der Healy Resonance würde uns 1500 Euro kosten. Aber man bietet uns einen Rabatt an, weil wir so nett sind, wie zuvorkommend. Es gibt da noch eine Sache, die unsere Beziehung zu unserer Partnerin belastet. Es ist uns ein bisschen peinlich, aber wir haben Erektionsstörungen. Kann der Healy auch helfen, Chat? Weiß ich doch. Healy sicher auch helfen.
Oder? Wenn jemand deinen Knochen bricht, ist er gebrochen. Der Healy kann das nicht ändern. Du musst dich fragen, was ist die Ursache für mein Problem? Genau. Genau, Ted. Also wenn ihr euch was brecht, dann kann der Healy nicht helfen. Ihr müsst euch fragen, warum habt ihr euch das gebrochen? Solltet ihr demnächst barfuß über Eisflächen laufen? Das ist die Frage, die ihr euch ernsthaft mal stellen solltet. Macht das nicht. Hättet ihr es nicht gemacht, hättet ihr euch nichts gebrochen. Ist doch vollkommen klar. Also verstehe ich, euer Problem ist gerade nicht. Wenn es Stress ist, kann Healy ihn reduzieren und dich unterstützen. Und sogar bei Nervenschäden kann man in gewisser Weise helfen. Also ja, er wird dir helfen. Aber in welchem Ausmaß ist schwer vorherzusagen. Der Kauf eines Healy... Ja, das ist wirklich sehr schwer vorherzusagen, ja. ...Lies würde für uns eine erhebliche finanzielle Belastung bedeuten. Können die Verkäufer uns versprechen, dass der Healy auch wirklich hilft? Wir können nichts versprechen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es einfach hilft. Weißt du... Ich kann nichts versprechen, aber es ist bekannt, dass er bei vielen Dingen hilft. Also rechtlich gesehen machen sie es ja klug, ne? Man möchte nichts versprechen, aber es ist ja bekannt oder es hilft, faktisch hilft es, mir hat's geholfen, ganz vielen hat's geholfen, ja, wem hat's geholfen? Wünschte, ich wäre ein Prophet, aber bin ich nicht. Glaube ich, dass du eine positive Erfahrung mit Healy machen wirst? Ja. Glaube ich, dass er dir bei deinen Problemen helfen wird? Ja. Glaube ich, dass... Ich glaube so langsam, dass Torik auch mal ein Healy bräuchte. ...dass er dir bei deinen Problemen so helfen wird, wie du es dir wünschst? Das weiß ich nicht. Sie wissen es zwar nicht genau und können auch nichts versprechen, aber alle haben positive Erfahrungen gemacht. Oft folgt dann eine persönliche Geschichte, die ihre Behauptung untermauern soll. Ich hatte im Januar 22 Covid für etwa 13 Wochen. Ja, kann auch der Healy kann gegen Covid helfen. Alles. Krebs, Depression, Erektionsstörung, Covid, alles. Warum haben wir den nicht eingesetzt, um Covid überhaupt zu bekämpfen? Das hätte auch geholfen wahrscheinlich. Ich war sehr, sehr krank, aber ich habe mich geweigert, ins Krankenhaus zu gehen, weil ich wusste, wenn ich da reingehe, komme ich nicht wieder raus. Oh mein Gott, Chat, Alter. Also diese Aussage, ne? Da rät man ja sogar davon ab, bei Beschwerden ins Krankenhaus zu gehen und verweist dann auf den Healy. Oh mein Gott, ey. Vor kurzem habe ich wieder... Hilft der auch gegen Schimmel in der Wohnung? Auch, alles. Alles. Alles außer Knochenbrüche, genau. Weil da, bei Knochenbrüchen ist ja wichtig, dass du dich fragst, woher der Knochenbruch kommt. Bei Schimmel in der Wohnung musst du dich es auch fragen, aber Healy hilft. Glaub mir, hilft. Covid bekommen und ich benutze den Healy seitdem täglich. Es geht mir jetzt schon viel besser als im letzten Jahr ohne. Einige Geschichten gehen sogar noch weiter. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hatte Krebs. Oder nein. Oh, warum denn immer auch die sensibelsten medizinischen Themen? Jetzt kommt noch Depression on top, bitte. Nein, die hat Krebs. Und die hat halt komplett mit dem Healy ihre Medikamente weggelassen. Also das hat zwar ein halbes Jahr gedauert. Die hat das auch in Eigenverantwortung gemacht. Ja, Chat, ich kann euch sagen, die hat die Medikamente weggelassen, dann hat es ein halbes Jahr gedauert und dann brauchte sie sie nicht mehr. Wisst ihr warum? Weil sie dann tot war. Ganz einfach. Also ich darf dir nicht sagen, lass deine Medikamente weg. Und sie hatte halt... Was geht jetzt hier ab? Mein PC hat sich entschieden, dass wir nicht weitergucken. Einige Geschichten gehen sogar noch weiter. Lol. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hatte Krebs. Oder... Und sie hatte dann eben mit dem Healy die Schmerzprogramme und... Ja, ich bräuchte, also für meine Technikprobleme bräuchte ich übrigens vermutlich auch ein Healy. ...hat immer weniger Schmerzmittel genommen. Und irgendwann hat sie halt gemerkt, ich brauche keine mehr. Aber... Alter, wie mein PC sich einfach entscheidet, das Video, nur das machen wir jetzt aus. Was ist mit dem Krebs selbst? Also... Sie hat im ganzen Körper Metastasen. Aber ich sage mal dafür, dass sie jetzt wieder in den Urlaub fahren kann und viele Sachen auch besser geworden sind. Das ist natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Ja, klar. Oh mein Gott, Ted, Alter. Metastasen überall, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Lebensqualität, ja. Sie hat sich jetzt sogar 2 Hunde angeschafft. Wir bekommen keine klare Antwort darauf, ob der Healy Krebs heilen kann oder nicht. Also fragen wir direkt nach. Unsere Tante lebt in Kasachstan und hat Krebs. Können wir ihr aus den Niederlanden, wo wir wohnen, helfen? Ja, das geht. Du kannst das mit der blauen App machen. Wenn du den Healy von mir kaufst, erhältst du Zugang zu meiner Akademie. Und ich zeige dir da, wie es funktioniert. Du kannst Menschen überall auf der Welt behandeln, vollkommen egal wo. Es funktioniert zuverlässig, egal... Alter. Also, mir fällt dazu nichts mehr ein. Egal ob mit Tieren oder Menschen. Die Entfernung spielt keine Rolle. Es funktioniert trotzdem. Und es spielt nicht einmal eine Rolle, welche Beschwerde vorliegt. Ja, stimmt. Das spielt auch keine Rolle, weil er überhaupt nicht helfen kann. Kann im Grunde alles behandeln.
Wir waren trotzdem skeptisch. Wenn der Heli so ein wunderbares Gerät ist, wenn er bei so ziemlich jeder Krankheit helfen kann, warum ist er dann nicht bekannter? Warum wird er nicht überall angeboten? In Krankenhäusern, in Apotheken? Der Grund dafür, dass die meisten Menschen nichts davon wissen, ist, dass es eigentlich eine Bedrohung für das herkömmliche Gesundheitssystem ist. Meiner Meinung nach ist diese Frequenztherapie die Therapie der Zukunft, weil sie die reinste Form der Heilung ist, die es gibt. Sie hat keine Nebenwirkungen. Doch, hat sie. Ja. Ich sage immer, dass die ganze Pharmaindustrie der modernen Mafia sehr ähnlich ist, weil sie nichts mit Heilung zu tun hat. Wenn Sie also nach dieser Art der Behandlung mit Healy googeln, werden Sie sofort negative Informationen darüber finden. Es wird viel Propaganda betrieben, um die Leute glauben zu lassen, dass es nicht funktioniert. Es gibt natürlich keinen einzigen Beweis, der darauf hindeutet, dass Pharmaunternehmen die Verbreitung des Healy systematisch unterdrücken würden. Wir haben so getan, als wären wir eine Person mit einer komplexen medizinischen Vorgeschichte. Eine missglückte Operation, ständige körperliche und seelische Schmerzen. Eine Freundin, die mit Depressionen kämpft. Eine sterbende Tante und das ständige Gefühl, von der konventionellen Medizin enttäuscht zu werden. Kurz, wir waren verwundbar. Wir haben nur eine Rolle. Ja, krass, das ist alles, was die denen da erzählt haben. Das war denen nicht zu dreckig, denen trotzdem zu versprechen, dass das hilft. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das müsst ihr euch Real Talk mal vorstellen. Rolle gespielt. Aber solche Leiden und chronische Schmerzen sind für viele Menschen fester Bestandteil ihres Lebens. Gerade für diese Menschen können die Versprechen der Healy-Verkäufer besonders gefährlich sein. Denn sie wecken falsche Hoffnungen. Uns wurde gesagt, dass der Healy bei chronischen Schmerzen helfen kann. Bei der Heilung unserer Nerven. Bei dem Yo, es würde doch reichen, wenn eine Person das Ding kauft und jeder Mensch auf der Welt geheilt werden kann. Hä, das ist voll der gute Move. Stimmt, die Frage hätte man mal stellen sollen. Voll interessant eigentlich. Das würde mich mal interessieren, was die jetzt dazu sagen würden. Psychologischen Trauma der verpfuschten Operation, bei den Depressionen unserer Partnerin, bei unserer erektilen Dysfunktion und bei der Krebserkrankung unserer Tante. Wie? Indem wir die Frequenzen des Heli 3000 Kilometer quer durch Europa nach Kasachstan in ihren Körper schicken. Und also seid mir nicht böse, Chat, wer das glaubt, der ist auch irgendwie zumindest zu einem gewissen Prozentsatz selber schuld. Uns wurden Dinge gesagt, die nicht hätten gesagt werden dürfen. In den internen Schulungsunterlagen gibt es klare Regeln, wenn man über den Heli spricht. Keine Heilaussagen treffen, keine Aussagen zu wissenschaftlichen Studien, keine medizinischen Fallbeispiele verwenden, keine Aussagen über das eigene Einkommen. Alle Verkäufer, mit denen wir gesprochen haben, haben diese Regeln gebrochen. Vielleicht, weil sie in uns ein gutes Geschäft gesehen haben. Vielleicht, weil sie einfach so sehr an den Heli glauben. Vielleicht ein bisschen was von beidem. Wir können es nicht genau sagen. Wir haben Healy mit den Behauptungen der Verkäufer konfrontiert und gefragt, ob sie darin, so wie wir, einen Betrugsversuch sehen. Die Frage haben sie nicht direkt beantwortet, sondern lediglich erklärt, dass diese Aussagen ihren Richtlinien widersprechen und dass sie in solchen Fällen Verträge kündigen könnten. Das Unternehmen verwies erneut auf das angebliche Compliance-Team, das die Einhaltung der Richtlinien überwachen und sicherstellen soll. Eine Sache ist sicher, der Healy ist mit angeblich 500.000 verkauften Geräten pro Jahr ein Riesenerfolg. Ey, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das eine Zahl ist, die nicht stimmt. 500.000 Verkäufe pro Jahr, ey, ich hoffe, bei Gott, es kann doch nicht so viele blinde Menschen geben, oder? Aber wie groß ist dieses Unternehmen wirklich? Und wer wird damit reich? Wir haben uns den offiziellen Konzernabschluss der Healy International AG angeschaut und weitere interne Dokumente geprüft. Dafür haben wir den Steuerberater Christoph Jun hinzugezogen. Er analysiert regelmäßig die Bilanzen großer Unternehmen auf YouTube. Insgesamt findet Jun, dass die Zahlen von Healy auf den ersten Blick relativ normal aussehen. Einige Dinge findet aber auch er merkwürdig. Hinter dem Unternehmen stehen zwei Männer. Zum einen natürlich Markus Schmieke. Er hält 40% der Anteile am Unternehmen. Zum anderen ist da Christian Halper. Er hält die restlichen Anteile. Halper ist ein österreichischer Millionär, Esoterik-Fan und Besitzer mehrerer veganer Restaurants. Wie profitabel ist der Konzern von Schmieke und Halper? Laut aktuellen Zahlen aus 2021 macht Healy 132 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Boah, überlegt euch das mal mit einem Scam-Produkt. Nach Abzug aller Ausgaben bleiben am Ende als Gewinn aber lediglich 3,4 Millionen Euro übrig.
Nicht schlecht, aber müsste Healy nicht viel mehr Gewinn machen? Immerhin verkaufen sie ein Produkt für ungefähr das Zehnfache des Produktionspreises oder sogar deutlich mehr. Auf unsere Frage, warum das Gerät überhaupt so teuer sei, antwortete das Unternehmen, dass es neben den direkten Produktionskosten noch viele andere Ausgaben habe. Investitionen in Softwareentwicklung, Serverinfrastruktur, Wartung und natürlich Forschung und Entwicklung. Aber die Zahlen von Healy zeigen, dass... Ja, guck mal, also... Nicht blinde, schreibt ihr Chat, aber auch wenn ich verzweifelt bin, muss ich doch zumindest versuchen, ein bisschen realistisch zu denken. Also ich könnte, keine Ahnung, wie verzweifelt muss man denn sein, um dem zu glauben? Irgendwelche Frequenzen, hunderttausende Kilometer weg, ach, das ist doch Bullshit, das ist doch wirklich Bullshit. Im Jahr 2021 nur etwa 2,6 Millionen Euro für IT-Infrastruktur ausgegeben wurden, rund 1,3 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung, und 3,8 Millionen Euro für die Entwicklung neuer Produkte. All das sind nur Bruchteile der Einnahmen. Also wofür gibt Healy so viel Geld aus? Vor allem für den Vertrieb. Das Unternehmen hat Ausgaben von rund 80 Millionen Euro in dem Bereich. Diese Größenordnung ist laut Yoon unüblich. Wenn der Healy wirklich eine medizinische Revolution wäre, müsste er dann so aggressiv vermarktet werden? Während man gleichzeitig im Vergleich nur geringfügige Forschungs- und Entwicklungskosten hat? Der größte Kostenpunkt für Healy sind die Provisionen. 62 Millionen, also fast die Hälfte des gesamten Umsatzes. Das habe ich so persönlich noch nicht in einer Bilanz gesehen und das ist aus meiner Sicht damit viermal so hoch, wie ich es persönlich erwartet hätte. Aber der Produktherstellungspreis ist halt besonders günstig und damit ergeben sich halt auch sehr hohe Bruttomargen und die steckt man anscheinend hier in die Vertriebskosten. Wir wissen nicht, wie dieses Geld genau verteilt ist, aber wir vermuten, dass es wahrscheinlich nach oben fließt. Healy wollte wegen angeblicher Datenschutzbedenken nicht offenlegen, wie die Provisionen verteilt sind. Wir haben mit einem Experten für diese Art von Unternehmen gesprochen. Ja, wie viel Geld wird mit Homöopathie gemacht? Aber ich kenne mich da auf diesem Bereich auch nicht so gut aus. Das verspricht aber auch nicht, Depressionen zu heilen, Krebserkrankungen zu heilen oder sonst was zu heilen. Ja? Außerdem sind die Kosten da ganz andere. Da gibst du keine 4.000 Euro für irgendwas aus. Auch keine 500. Also ich sag mal, bis zu einem gewissen Betrag, wenn man zumindest psychologisch was merkt, ja, einen Placebo-Effekt hat, dann finde ich es ja irgendwo noch okay. Ja, ich bin auch kein Fan von Homöopathie, aber das ist ja absolut Scam, das ist ja purer Betrug. Und das in dieser Größenordnung, finde ich krass. Von Behind MLM. Laut ihm ist es für MLM-Eigentümer und Führungskräfte üblich, Positionen im Vergütungsplan zu haben. Wir haben uns gefragt, könnte es sein, dass Markus Schmieke, Christian Halper und möglicherweise deren Verwandte auch Teil von Healys Vergütungsplan sind und Provisionen erhalten? Healy behauptet, sie seien es nicht. Laut deutschem Recht muss im Jahresabschluss gekennzeichnet sein, wenn das Unternehmen Vereinbarungen zu unüblichen Marktkonditionen mit nahen Angehörigen, Managern, Führungskräften oder Eigentümern getroffen hat. Letztendlich heißt das aber im Umkehrschluss, wenn du Vereinbarungen getroffen hast, die aber marktüblich sind, dann muss man das im Jahresabschluss nicht erwähnen. Und so kann man natürlich auch Gewinne in der Gesellschaft reduzieren, ja, die Zahlungen letztendlich abfließen lassen, ohne dass es dann im Jahresabschluss auch in Erscheinung tritt. Das wäre durchaus möglich. Und dann haben wir noch etwas gefunden. Ganz unten auf Seite 31 zwischen diversen Lizenz-, Miet- und Dienstleistungsverträgen. Zahlungen in Höhe von 4,28 Millionen Euro an eine Firma namens Frequency Waiver SRO in Bratislava in der Slowakei. Warum sollte Healy einen so hohen Betrag an ein Unternehmen in Bratislava zahlen? Angesichts der Größenordnung ist es unwahrscheinlich, dass es sich um Miete für Büroräume oder Ähnliches handelt. Es könnte sich um eine Dienstleistung handeln. Oder, wie Yoon vermutet, vielleicht um eine Lizenz. Also irgendwie befindet sich hier in Bratislava eine Lizenz, die so wertvoll ist. Wir reden hier über 40, 50 Millionen. Aber müssen die das nicht nachweisen, wofür das Geld ist, wenn das so hoch ist? Also irgendeine Lizenz, das muss man doch wissen, oder nicht? Millionen Euro wert, die diese Lizenz haben muss, damit wir diese für 4,2 Millionen Euro lizenzieren müssen. Hinter Frequency Waiver stecken bekannte Gesichter. 56% gehören der Halper Holding GmbH, dem... Also genau, mein erster Eindruck war auch, dass da Geld gewaschen wird. Das ist ja so auffällig. Veganen Restaurantbesitzer und 44% einer gewissen Katharina Schmieke. Wir wissen nicht, für welche Lizenz, Dienstleistung oder Produkt Healy so viel... Katharina Schmieke? Hieß denn nicht der eine Geschäftsführer auch Schmieke? Da wird so Geld gewaschen, also wirklich. Geld an das Unternehmen in der Slowakei bezahlt.
Healy schreibt uns, es handle sich um geschützte Geschäftsgeheimnisse und daher sei diese Information vertraulich. Wir haben Healy monatelang unter die Lupe genommen und wir haben ein ziemlich klares Bild davon, wie dieses Unternehmen arbeitet. Wir glauben nicht daran, dass die Menschen hinter diesem System auch nur ein einziges Wort ihres eigenen Marketingmaterials glauben. Die Disclaimer sind zu kalkuliert, die MLM-Verkaufsmaschinerie ist zu durchdacht. Healy manövriert mit einer fast bewundernswerten Raffinesse am Rand der Legalität. Wenn das alles nur nicht so unglaublich böse wäre. Während unserer Recherchen wurden Passagen in Werbevideos still und heimlich gelöscht. Angebliche Experten, die hinter dem Produkt stehen, verschwanden von der Website. Wesentliche Elemente der Technologie von Healy wurden einfach umbenannt. Dieses Unternehmen ist ständig darum bemüht, sich keine Blöße zu geben, das Image aufrechtzuerhalten. Also, was macht man, wenn irgendwelche YouTuber dann so kritische Inhalte veröffentlichen? Man verklagt sie. Und vielleicht haben sie gedacht, dass uns das Angst einjagen würde, dass wir die wurden verklagt? Ernsthaft? What? Klein beigeben würden, dass wir unsere Berichterstattung löschen würden. Naja, falsch gedacht. Falschbehauptungen, Schmähungen, unwahre Eindrücke. Sie nennen uns jetzt ein obskures Online-Angebot. Ein Antrag auf einstweilige Verfügung, Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000 Euro. Hat dieses Verhalten von Healy System? Cheers. Ja, die haben wohl einfach nur Angst, dass man das Geschäft kaputt macht. Ja, krass. Sehr, sehr gutes Video. Like ist auf jeden Fall da. Ich fand es schwer anzugucken, aus medizinischer Sicht, wie Menschen, ja, die sich wirklich an jeden Strohhalm klammern, da so echt, ja, verarscht werden. Man muss es einfach so sagen. Das ist nachweislich einfach Scam. Ohne Ende Scam. Also, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, würde ich mich über einen Daumen nach oben auch sehr, sehr freuen und schreibt mal als Algorithmus-Kommentar sehr, sehr gerne Scam in die Kommentare. Ich muss erstmal verarbeiten jetzt. Erstmal Beruhigungstee trinken. Damit würde ich sagen, bis zur nächsten Reaction und tschö.